Ja, huhu, hier wieder beim Koani und bei unserer feucht und fröhlichen sommerlichen Hunter-Runde. Ja, das Erste, was die Leute tun, erstmal einen fetten Schluck trinken. Das ist eine schöne Begrüßung für unsere Zuschauer. Wir spielen heute wieder eine Runde Hunter, in der 12. Runde schon. Also, wir haben gerade mal ausgerechnet, über 2 Jahre verteilt. Wir spielen im Schnitt alle 2 Monate. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Ja. Und ich spiele wie immer nicht alleine, sondern ich habe diese freundlichen Herren da auf dieser Seite mit dabei. Nämlich den Paradoxer als Jeremiah Hill, den Sleepnose als Konstantin Hardcastle, den Beru als Dave O'Malligan und den Alucard als John Blair. Hi. Und. Ja, und das auch schon wieder eine ganze Ecke her ist, seit wir das letzte Mal gespielt haben, aber wir einen sehr engagierten Chronisten haben. Ja, kann der gute Beru mal beschreiben, was beim letzten Mal passiert ist? Tja, ich hoffe doch, dass man mich im Vergleich zum letzten Mal hört. Ja. Gut, was ist beim letzten Mal passiert? Beim letzten Mal waren wir ja noch im Vergnügungspark. Und standen dort im Prinzip vor den Türen. Eine hatte sich ja geöffnet und Jeremiah und Dave gingen in eine der. Oh, Mit dem er sein. ich habe dich aus Versehen gemutet gerade, Entschuldigung. Muss noch mal von vorne anfangen. Okay. Frage ich halt noch fünfmal von vorne. Also beim letzten Mal waren wir noch im Vergnügungspark vor einer Tür, die sich gerade geöffnet hat. Jeremiah ging dann hinein, Dave hinterher, aus dem Raum, weilte ein klein wenig Nebel und wir wollten unbedingt da drin Vampire sehen und töten, beziehungsweise Jeremiah wollte das wohl eher, haben dort aber nichts gefunden in dem Raum, außer ein riesengroßes Emblem, das eine Maske zeigte auf dem Boden. Dave und Jeremiah haben dann den Raum mehr oder weniger abgesucht, nichts gefunden, außer ein paar Löcher in der Wand, aus der Gas entwich. Ist nicht weiter schlimm, was passiert. Wir gingen halt dann raus aus dem Raum Naja, es und entwich nicht Jeremiah. wirklich Gas, man hat so ein bisschen. Aber es war halt nur ein zischendes Geräusch. Also es war jetzt nicht schlimm, womit, dass wir da Probleme hatten, aber es war halt ein Geräusch, ein zischendes Geräusch zu hören. Und ich glaube, Dave hat aber ein bisschen was gerochen. Also es war jetzt nicht so, dass es jetzt der komplette Raum voll direkt voll lief, aber man weiß ja nie, was da sonst noch so rauskommt aus diesen Löchern in der Wand. Wir gingen dann raus. Jeremiah hat nach kurzer Diskussion, welche Tür denn die richtige ist, sich dann entschlossen, eine weitere Tür gewaltsam dann zu öffnen, weil er nicht daran lecken wollte. Und da drin war das Symbol, ich weiß es jetzt nicht genau, würde es mal behaupten. War es die Rose? Nee, was? Ich glaube, es war die Zepter, Rose. das war Zepter. Das Zepter, okay, nicht die Rose. Zepter, gut, Dave kann ja nicht viel damit anfangen, auf jeden Fall. Auch da wieder gleiches Spiel, Löcher in der Wand, auf dem Boden dieses große Ding. Dave ging da wieder raus, weil wieder das zischende Geräusch war.
Und während dem Rausgehen hat dann der Boden gebebt und dieses Zepter hat sich quasi erhoben. Also irgendwas im Boden hat eingelassen, das nach oben ging. Draußen war in der Zwischenzeit halt eine Diskussion, wie viel Uhr es denn ist. Und ja, die Dunkelheit kam dann halt wohl und dementsprechend mit der Dunkelheit auch der Prinz der Stadt New York, ein gewisser Mr. Wu, ein hässlicher, auf Chinesisch getrimmter Vampir. Wahrscheinlich eher ein Weißer, der halt auf Chinesisch sich wohl pimpen lassen wollte. Ja, ging die große Diskussion los. Jeremiah wollte ihn direkt töten, wurde dann gestoppt von Mr. D, der seine Axt in einen Gummihuhn dann verwandelt hat im Laufe der Geschichte. Wir hatten Verhandlungen mit dem Prinzen und so weiter. Dem war es eigentlich relativ scheißegal, was wir wollten. Hauptsache der andere Typ wird getötet, der übrigens Max heißt. Das wissen wir seither. Also Daves Freund und Chef der Roten Hand offensichtlich. Und ja, im Verlaufe des Abends kam es dann zu einem folgeschweren Deal zwischen Mr. D, John Blair und Dave O'Mulligan, denn Dave und John haben mal kurzerhand ihre Seele an Mr. D verkauft, mit Blut unterschrieben. Im Gegenzug sollten sie erhalten, dass Jeremiah von dem schwarzen Zeug geheilt wird, das sie wohl wahnsinnig gemacht hat. Das hat man nämlich da auch erfahren, dass er von diesem Zeugs kontrolliert wird. Dass ein vampirkillendes Gummihuhn ab sofort hat. Und dass wir quasi zu Max gebracht werden. So kurz Shortcut. Ja, und so hat es geendet. Wir waren dann auf einmal nicht mehr da, wo wir waren, sondern an einem anderen Ort. Und zwar in einer alten verlassenen, oder was heißt verlassenen Kirche, also in einer Kirche. Aus dem Taufbecken quoll strömeweise dieses schwarze Zeugs und floss zur Kirche heraus. Also offensichtlich die Quelle des ganzen Übels. Und Dave hatte dann erkannt, dass das die Kirche quasi in seiner Nachbarschaft und mehr oder weniger auch aus seiner Jugendzeit ist. Und ja, währenddessen sind Jeremiah und Konstantin in Richtung Sakristei unterwegs gewesen, haben dort die Tür geöffnet und Grauenhaftes gesehen, und zwar nämlich die Familie von Mr. Wilkinson, seine Frau und seine Kinder, die an der Wand irgendwelches Gedärme und blutiges Zeugs abgeleckt gegessen haben, keine Ahnung, und auf einmal jetzt auf diese zwei zugehen. So, das war der Schluss. Stimmt, genau, da haben wir geschlossen. Ja, und Jeremiah ist die Familie ja nicht bekannt. Konstantin sehr wohl, weil er hat ja eigentlich die Aufgabe, irgendwie den Herrn Wilkinson ja zu begleiten, zu beschützen und ja. Ja, die Schlussworte der letzten Folge waren ja auch: Oh, Frau Wilkinson, was machen Genau. Sie denn da? Oh! Unerwarteter Besuch. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Ja, ihr steht halt noch in der Tür und ja, seht halt diese Sakristei oder was auch immer die Sakristei früher mal gewesen ist. Wie gesagt, die Wände und die Decke und der Boden voll gesifft mit menschlichen Überresten. Also hier müssen mehrere Dutzend Leute auf jeden Fall ihren Tod gefunden haben. Und man sieht auch deutlich, dass es nicht irgendwie Schweinegedärme oder sonst irgendwas sind, sondern Teile der Menschen, die hier wohl gestorben sind, sind sogar noch zu sehen. Ja, in der Mitte des Raumes steht noch ein Tisch irgendwie mit Essbesteck und Geschirr und als ob es irgendwie ein Familiendinner oder sowas hier stattgefunden hätte. Aber die drei Gestalten, die zwei Kinder und die Frau sind halt irgendwie dabei, die Reste irgendwie der Menschen irgendwie von den Wänden abzunagen und sich daran gütlich, scheinen euch gerade gar nicht zu bemerken. Großartig.
Hin und einem kurz, als die Tür aufging, sind die Gesichter mal kurz zu euch rübergezuckt, aber dann auch haben sie sich irgendwie gedacht, so, ja, kommt halt irgendwer. Und haben sich wieder an ihr Mahl gemacht. Konstantin bemerkt noch an der Ecke neben der Tür, ihr habt die Tür ja so aufgestoßen, die hatte ein bisschen Widerstand gehabt. Und jetzt könnt ihr auch erkennen, als ihr die Tür aufgemacht habt, was das für ein Widerstand war. Da ist wohl ein Hundekörbchen, was da ist. Ist da doch ein Hund drin? Nee, er könnte zumindest keinen sehen. Den hast du nicht gemerkt. los, mit dem Gummihuhn! Ich gucke ihn ernsthaft an und meine, nicht mit dem Gummihuhn. Es ist ein vampirtötendes Gummihuhn. Es ist ein Gummihuhn. Mit Knoblauchgeruch. Stimmt, da hattet ihr drum gebeten, ja. Konstantin hatte das sehr, umgebeten. Sehr widerwillig wedel ich mit diesem Gummihuhn so. Versuche die Leute, die anderen Leute essen, anzutatschen damit, ob sie sterben. Nein. Ich gucke ihn an und meine, siehst du, nicht mit dem Gummihuhn. Tu was. Die scheinen auch überhaupt nicht auf die Berührung mit dem Huhn irgendwie zu reagieren, großartig. Auch, die scheinen auch dich gerade total zu ignorieren. Die sind mit Essen beschäftigt. Also normal stört man die Leute ja nicht beim Essen. Sollen wir eigentlich einfach wieder gehen? Du kennst Kannibalisten, sagst, ich soll sie mit einem Gummihuhn schlagen und dann wirst du wieder gehen. Das hat ja nicht geklappt. Mensch. Ja, wenn du dich jetzt richtig erinnerst, Konstantin, hatte der Wilkinson auch gesagt, dass er seine Familie umgebracht hat, oder zumindest seine Frau. Nee, da war doch irgendwas mit einer Werwolf oder sowas, irgendwie was Wolfiges, Haariges, Großes. Ja. Aber dann zumindest ist er von zu Hause weggelaufen, weil alle vermuten, dass er seine Familie. Dass er seine Familie umgebracht hat. Ja, zumindest seine Frau, ja. Die jetzt allerdings ziemlich wohl auf, die ist ziemlich bleich und frisst Gedärme von der Wand, aber sonst ist sie eigentlich relativ wohl auf, ja. Aber wir sind ja nach New York gekommen, um sie zu suchen, weil wir Bilder von denen hatten, aber nach dem letzten Teil, die wir da erlebt haben, überrascht mich das, glaube ich, eher weniger. Konstantin ist, glaube ich, eher froh, dass er endlich mal was versteht, also Zusammenhänge findet. Ja, naja, gut, John, der guckt sich das an und er hat wirklich so eine Schockstarre, als er das sieht, weil der ist einfach gerade jetzt absolut fertig mit der Welt. Draußen geht die Welt unter, jetzt noch das. Der traut zu seinen Augen nicht und der zweifelt zu langsam an allem, an was er glaubt, weil der hat ja auch an diese Fraktion oder so seine Familie quasi zum Schutz verkauft. Verkauft ist das falsche Wort, aber es kommt ihm gerade so vor. Ich würde gerne mal zu dem Hundekörbchen gehen und fühlen, ob es noch irgendwie warm ist. Ja, muss wohl vor kurzem mein Hund gewesen sein, ja. Also das erklärt jedenfalls, wie es hier aussieht. Wollte ich nur mal anmerken. Ja, wenn du das Hundekörbchen angeguckt hast und dich wahrscheinlich wieder umdrehst, siehst du, wie Jeremiah gerade so den rechten Arm nimmt, anspannt und der netten Frau von hinten mit voller Wucht auf den Kopf schlägt. Hast du dabei das Gummihuhn noch in der Hand? Nein, weil mit dem Gummihuhn funktioniert es nicht. Es ist ein Gummihuhn! Also so schlagen würdest du machen beim Schlagen. Das hätte ich super gefunden. Gummihuhn. Keine Waffe. Das ist das einzig Freundliche in diesem Raum. Wenn er es nicht möchte, würde ich es an mich nehmen. Ja, du hast jetzt ein vampirtötendes Gummihuhn nach Knoblauch steckt. Ja, deine Faust schlägt auf den Hinterkopf der Frau ein und drückt den Kopf auch mit der Wucht halt gegen die Wand. Es macht ein schmatzendes Geräusch, als das Kopf auf Gedärmewand trifft.
Und ja, deiner massiven Kraft hat die Frau anscheinend nichts entgegenzusetzen und sackt dann einfach nur an der Wand hinunter und liegt dann halt regungslos vor dir. Findest du das richtig, eine Mutter vor ihren Kindern anzugreifen? Die scheinen das übrigens überhaupt nicht so interessieren, die Kinder. Ich gucke Konstantin an, ich glaube nicht angreifen ist das korrekte Wort. Töten ist das korrekte Wort. Und du siehst, mit meiner Faust klappt es. Das ist mir doch etwas zu hart. Ich möchte den Raum verlassen. Gehst du wieder raus und bist in der Kirche, die jetzt auch nicht viel freundlicher aussieht. Ich möchte es nicht sehen, wie er gleich Kinder umbringt. Von daher. Wie gesagt, das Taufbecken kurz vor dem Eingang, was übersprudelt mit diesem schwarzen, teerigen, schlammigen Zeug, was dann die Treppen herunter rinnt. Unter den Kirchentoren hindurch, wahrscheinlich auf die Straße raus. Und ja, der Hochaltar, der ja geschändet aussieht, irgendwie alles zerschlagen, zerrissen, irgendwie mit so dicke Krallenhände irgendwie die Bilder darauf verkratzt haben, das Kreuz, was umgedreht ist. Der Altar, der mit rotem Zeug wahrscheinlich Blut beschmiert und besudelt ist. Ich würde im ersten Schritt gerne mal an diesen Altar vorsichtig rangehen von der Seite, wo das Zeug nicht lang fließt. Ja, das ist weiter im hinteren Bereich an der Tür. Also das fließt hier vorne überhaupt nicht lang. Ich würde gerne schon mal in Richtung Becken gehen und da einfach mal dieses Huhn reinhalten. Siehst, als du dich dem Ding näherst, siehst du wie so kleine fingerlange Auswüchse aus diesem Schleim herauswachsen und sich quasi auch dem Huhn schon entgegenstrecken. Dann macht es auch so ein schmatzendes Geräusch, als du das Ding da reintunkst. Und du merkst auch, dass irgendwas daran zieht. Und dann gleich los und geh ganz schnell wieder weg. Und es ist versunken. Deine Streitaxt ist weg. Dafür haben sie ihre Seelen verkauft. Ja, was dachte ich mir auch gerade. Also ja, er ja nicht, das ist ja die Seele von Dave und John. Nee, das war ja Konstantin, der einen Wunsch hatte mit dem Gummihuhn. Ja, während die Herrschaften tatsächlich da in der Sakristei unterwegs sind, würde Dave sich in der Zwischenzeit die Kirche angucken, sich bewusst sein, wo er denn ist. Und ja, es würden in ihm halt Tränen hochkommen, Tränen der Trauer, Tränen der Wut. Und er wird tatsächlich so einen Moment, so was wie eine Art Backflash haben, der zurückgeht in seine Jugendzeit. Weil in seiner Jugendzeit war er öfter in dieser Kirche. Bei einem gewissen Vater Patrick, der ihn damals von der Straße mehr oder weniger geholt hat und ja, in so einem Art Jugendprogramm untergebracht hat. Gut, auf der weltlichen Ebene hat er es geschafft, Dave abzuholen, aber nie auf der geistlichen Ebene. Und ja, also ihm schießt halt so vieles aus der Vergangenheit raus, oder die Diskussion mit Vater Patrick, vor allen Dingen über den Glauben und ja, er guckt halt so in der Kirche rum mit einem Tränenschleier vor den Augen und die Wangen runterlaufen und das habe ich nicht gewollt, Vater. Ich weiß, wir waren im Glauben immer unterschiedlicher Meinung, aber das hier, das habt ihr nicht verdient. Was habe ich getan? Dave, können wir irgendwie Kirchenbänke nehmen, um den Altar in Brand zu setzen? Das Zeug mochte keinen Flammen. Dave wird es gar nicht wahrnehmen. Erstmal. Dann rufe ich das gleich nochmal in Richtung von John. John! Dave wird tatsächlich, wenn Kirchenbänke halt da sind, sich in eine Kirchenbank tatsächlich setzen. Wo die würden halt verschiedene Dinge durch den Kopf gehen. Also gerade halt all das Schlechte, was passiert ist. Ja, als dieser Glaube an Gott oder nicht an Gott glauben, war das, was er erlebt hat als Kind und Diskussion darüber,
Obergott, als seine Mutter starb. Und deshalb hat er da nie einen Zugang gefunden. Und er kommt so langsam ins Grübeln. Man sieht so, realisiert so, was die letzten Tage überhaupt passiert ist und was halt alles am Schlechten ist. Und kommt halt so ins Grübeln und denkt dann halt darüber nach, wenn es dieses Böse gibt, vielleicht nicht doch auch irgendwo etwas Gutes. Und so nachdem er eine Zeit lang, sag ich mal, da saß, während die anderen da drin sind und er vielleicht im Hintergrund dieses Ding von Konstantin hört, richtet er sich auf einmal auf und kniet nieder und fängt an zu beten. Vater unser, Glaubensbekenntnis, Ave Maria. Das können die anderen dann hören. Programm. Genau, das ist voll der Programm. Effektiv, nachdem die Kinder nicht auf den Tod ihrer Mutter oder den vermeintlichen Tod, ich weiß es ja nicht genau, reagiert haben und weiter da am kannibalischen Vespern sind, wird Jeremiah in dieser Sakristei etwas wüten, weil niemand schändet ein Gotteshaus. Ja. Wüten in welcher Form? In welcher Form? Ich will jetzt nicht beschreiben, wie ich Kinder töte. Ach so. Also, du müsst sie halt töten, ne? Nicht nur, niederschlagen wie die Frau bisher. Nein, ich werde versuchen, alle diesem Baum, die zur Brut des Bösen gehören, zu vernichten. Da sowas nicht in eine Kirche kommt. Ein Sturm kommt auf. Ich bin, der gute John ist tatsächlich so weit am Zweifeln mit sich, ob das überhaupt noch alles einen Sinn hat, weil einfach der hat gerade Bilder von seiner Familie und so im Kopf in dieser Umgebung und der kann es einfach auch nicht gutheißen, schaut sich so ein bisschen verzweifelt im Raum um und schaut dann zu Jeremiah und man sieht auch so irgendwie so eine Mischung aus Verzweiflung und Zorn steht ihm ins Gesicht geschrieben und er betet auch nochmal ein Stoßgebet und sagt: Jeremiah, können wir noch irgendwas tun? Und er guckt so ein bisschen total hilflos, aufgeschmissen. Ja, nachdem die nötigen Tätigkeiten der Sakristei vollzogen sind, würde ich mich umgucken und John angucken und meinen: Ein Hort des Bösen in einer Kirche gehört verbrannt. Nur so wird die heilige Erde wieder gereinigt von allem, was sie beschmutzt. Lass uns mit allem, was brennbar ist, einen Scheit um dieses Gefäß, wo diese böse Flüssigkeit rauskommt, bauen und alles niederbrennen. Ja, John greift auch mal in seine Tasche, fühlt nach einem Feuerzeug, holt ein Sturmfeuerzeug raus, geht sich um und nickt. So machen wir das. Verdammt. Und der ist, ihr seht auch komplett an seinen Gesichtszügen, der weiß einfach nicht, also der ist mit sich selbst an Hadern, weil eigentlich geht das so dem komplett gegen den Strich. Ist auf dem Altar noch die Bibel? Nein, aber das ist ein merkwürdiges rosafarbenes, leicht schmutziges, Leder eingebundenes altes Buch. Dann würde ich mir das gerne mal noch näher angucken. Ja. Schlägst das Buch auf. Es hat so ein Menschenhautgefühl, wenn du das berührst, so. Und schlägst es auf und es ist ein merkwürdiges, alter Schreibstil, den du schon öfter mal gesehen hast, so als du so Vampirhöhlen ausgerottet hast. Das ist wohl irgendwie eine alte Vampirbibel oder sowas ähnliches. Und es scheint ein Ritual darin beschrieben zu sein.
Okay. Ich würde versuchen, das mal zu entziffern, was da steht. Das scheint irgendwie eine Art Versuchsaufbau irgendwie als aufgezeichnet, wo man vier Personen zu braucht. Und die dann geopfert werden und die angeblich dann das Ende der Welt heraufbeschwören. Aber einer fünften Person die Macht geben, das Ende der Welt zu beherrschen. So ist es irgendwie beschrieben. Okay. Interessant. Steht da auch dabei, wie man was die Auswirkungen des Rituals sind? Also wie das Ende der Welt aussieht? Es wird von einem schwarzen Tod gesprochen. Okay, das kann die schwarze Sülze sein, die da rumkreucht und fleucht. Ja. Okay. Und wie man das Ritual unterbricht, steht aber nicht dabei, oder? Es steht dabei, dass man entweder die Kraft eines Engels braucht, um den schwarzen Tod zu besiegen. Oder, dann blätterst du weiter und eine Seite ist herausgerissen. Ah, okay. Ja, ich guck mich so um, guck die drei an, guck an mir runter und denk mir so bei mir, Engel sind wir alle nicht. Dann wäre die einfachste Möglichkeit, doch die Kirche niederzubrennen. Auch wenn Schmerz, aber... Bevor wir es umsetzen, würde ich mich halt gerne nochmal genau in der Kirche sehen, ob mir noch irgendwas ins Auge fliegt. Ob noch irgendwas in den Ecken liegt oder zwischen den Kirchenbecken oder so. Mhm. Das hat ja schon mal was gebracht. Ja, dann guckst du dich so ein bisschen um und bemerkst halt diese zweite, in der Nische, die du eigentlich für so eine Gebetsnische gehalten hast oder so, dass es dann Abgang nach unten gibt. Wahrscheinlich ist noch eine Krypta unter der Kirche. Ich habe mir was gefunden. Wollen wir in den Keller? Also hier, schon mal gemacht. Scheint auch irgendwie so genau unter das Hauptschiff der Kirche runterzuführen, in so einem Halbkreis. Und wahrscheinlich führt es genau dahin, ich meine, das schwarze Zeug sprudelt ja von unten aus dem Taufbecken heraus. Vielleicht kommt es daher, irgendwie von unten. Wollen wir die Quelle der schwarzen Sülze... Oh, es blitzt. Ja, habe ich so eingerichtet. Los. Sehr gut. sehr gut. Ja, sehr gut, das Wetter zum Untergang. Quelle alles Bösen mal von unten betrachten. Und das sah gerade gut aus. Quali, erinnere dich daran, was ich dir auf der RPC gesagt habe zum Thema, wir sitzen wie vor der Kamera. Warum? Du kannst dir den Streamer nachher nochmal angucken, wie du aus dem Bild räufst. Das ist sehr schön, ja. Das liegt wahrscheinlich, dass ich keine Hose an habe. Korrekt. Ja. Du stehst jedes Klischee eines Rollenspielers, der das ist, ja. Ja, man sieht mich ja normalerweise nur hier. Ja, schon klar. So, sitzen wir hier ja alle, also normal. Ja, das gehört doch dazu, oder nicht? Ja. Na gut, Dave wird ja irgendwann mal fertig sein mit Beten. Definitiv. Und er hat nicht leise gebetet, also theoretisch hätten das die anderen mitkriegen können. Ich denke, Jeremiah wird es nicht sonderlich stören. John ist gerade mit einem anderen beschäftigt und Konstantin ist gerade beim Suchen, also... Also Jordan ist tatsächlich dabei, als angesagt wird hier Purge dann clean, ja, fängt der auch an hier nach brennbarem Zeug schon mal zu suchen, hier Gesangsbücher oder sowas. Ja, ist jede Menge da. Alles, was man da Kerzen gut für nehmen kann. So. Solange es nicht die Bibel ist, ist der Jeremiah da auch nicht böse. Und die Bibel findest dass Dave betet, ist doch eher ein positives. Er findet doch noch zum Glauben. Aha. Goal reached. Jeremiah, wollen wir uns jetzt den Keller angucken?
Ja gut, Dave wird sich jetzt wohl realisiert, das, was die anderen da tun. Und Dave wird jetzt versuchen, sich zu erinnern. Ich meine, er müsste sich in der Kirche relativ gut auskennen. Ja, genau. Ja. Was es da denn so alles an Räumlichkeiten vielleicht auch unten gibt. Ja, also du kennst die Krypta, die ist relativ groß unten. Mhm. Das ist halt so eine Gebetskrypta, die irgendwie aus Stein gehauen, ein bisschen so wie eine Felsengrotte aussieht. Ganz cool für Jugendliche damals immer. Mhm. Da konnte man in die Gefäßnischen immer Kerzen reinstellen, was so ein, was dann so eine Art, ja so ein schummriges, geselliges, Gebetsambiente erschaffen hat. Da fahren wir mal vielleicht des Abends als Mutprobe runter, aber ganz geheuer waren wir es trotzdem dann nicht. Ich würde vermuten, dass dort unten sich gegebenenfalls auch ein Vampir dauerhaft aufhalten könnte. Weil es halt dunkel ist. Wahrscheinlich. Ist dunkel, ja. Genau. Dann würde ich den anderen halt auch oder zu den anderen halt aufstoßen, auffolgen. Und halt die auch darauf hinweisen, dass hier ist eine Krypta. Wir sollten vorsichtig sein. Vielleicht ist Max da unten. Das wäre ein guter Ort für den Vampir. Und wie Dave sagt, Vampir, ist Jeremiah wieder völlig zu Ohr und meint nur, das könnte der Fünfte sein. Lasst uns runtergehen. Gut, aber vielleicht sollten wir tatsächlich hier erstmal für reinigendes Feuer sorgen. Nicht, dass wenn wir ist. Da runtergehen... Ich würde nicht eine Kirche über uns in Brand setzen. Ja, das ist eine echt beschissene Idee. Ich bin dafür, wir bewaffnen uns mit Fackeln und gehen da runter und zeigen dir mal, was eine Hake ist. Fackeln? Ich möchte... So, ja, wir bringen einfach Gebetbücher an, Stangen und dann laufen wir mit brennenden Gebetbüchern. Gut, ich würde mal umgucken, ist da noch so eine Art Stoffzeugs? Sind da noch so Stoffbahnen irgendwie? Und Altären? Ja. Ja gut, alles dann halt blutgetränkt teilweise, aber... Na gut, dann würde ich halt gucken, dass man die vielleicht oder da vielleicht einen Teil erwischt, der halt nicht so nass ist vielleicht. In der Sakristei halt gibt es jede Menge Klamotten. Von denen. Ja, oder sowas, ja, genau, da gibt es ja Ministrantenklamotten, Priestergewänder und so weiter. Ja, einmal das und einmal die Anziehsachen der Leute, die da gestorben sind. Ja, an die Leichen würde ich jetzt nicht unbedingt rangehen. Wenn genug... Kann man nicht mehr viel kaputt machen. Aber was da drin sein könnte, ich kann mich tatsächlich an meine Ministrantenzeit erinnern, um die Kerzen in der Kirche anzuzünden, hatte man sowas wie so eine Art langen Stab, der vorne so einen Kreis dran hatte und da war unten so eine kleine Gasflasche angeschlossen, wo dann durch die Leitung das Ding oben reinging, dass man halt Kerzen, die weiter oben war, anzünden konnte. Wollen wir uns nicht einfach Kerzen mitnehmen? Nicht unbedingt Kerzen, aber so eine Gasflasche oder sowas. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall Klamotten halt und dann sowas wie Fackel improvisieren. Stuhl, da müssen ja wahrscheinlich auch Stühle rumstehen, vielleicht noch aus Holz oder sowas. Stühlbeine abtreten, Dings drumrum, ein bisschen Stoff drumrum, damit es halt so fackelartig ein bisschen dann ist und dann können wir die dann entzünden. Wirklich? Ich würde einfach so runtergehen. John läuft mit? Ja, John läuft mit der Fackel in der Hand. Ja, ich habe eine Fackel in der Hand und in der anderen Hand habe ich meine Machete. Mit der Fackel des reinigenden Glaubens. Okay. Ja, dann stapft ihr nach unten und hier ist das erste Mal, dass Dave dann etwas sieht, was ihm nicht mehr so bekannt vorkommt. Irgendwie, es hat sich schon sehr verändert hier unten. Die Krypta ist sehr groß, also nimmt quasi fast das gesamte Hauptschiff unterhalb des
der eigentlichen Kirche ein. Das ist also quasi wie eine Kirche unter der Kirche. Also sehr, sehr groß. Es wirkt so, als ob der ganze Raum geflutet ist mit diesem schwarzen Zeug, das an den Wänden hochkrabbelt, sich an der Decke wieder sammelt und anscheinend durch irgendein Loch in der Decke verschwindet. Und nur quasi den Eingangsbereich freilässt und eine kleine Insel im hinteren Bereich freilässt, die irgendwie aussieht wie eine, so eine Art steinerne Plattform, auf der ein Sarg steht. Vier weitere kleine Plattformen sind an den Seiten, quasi fast an der Wand, aber haben keine Verbindung zu dem Steg, der vom Eingang her zur Hauptplattform hinüberführt. Was ist denn auf den kleinen Plattformen drauf? Sind da Leichen drauf? Du kannst da irgendwelche merkwürdigen arkane Symbole, die aber nichts sagen, sehen. Okay. Vielleicht also, könnte ich denke, John die wissen, weil John kennt sich ja mit sowas aus. Ja, John guckt sich auch mal die Symbole dann da an, wenn der sie ja sowieso da hier alles so ein bisschen ausleuchtet und macht und tut. Ja. Ich würfel mal, würde ich sagen. Mhm. Okkult und Intelligenz, oder was du möchtest sagen? Okay, meine Spezialisierung mit falschen Geisterhäusern hilft mir, glaube ich, nicht mehr weiter. Nee, nicht wirklich. Dann sind es 5 Würfel. Brauchst du eine Spezialisierung auf echte Geisterhäuser? Ja, das wäre schön, aber die habe ich nicht. 5d6. Kein Erfolg. Ein Erfolg. Kein Erfolg. Kein, stimmt. Sogar ein, ab der 8 ist der Erfolg. Ja, aber er hat mit 6 Seitern und nicht mit 10 Seitern gewürfelt, der Held. Das ist richtig, stimmt. Ja. Das ist natürlich /R5d10, so. Das sieht doch schon besser aus. 2. 2 Erfolge, ja. Ja, du erkennst dass es eine Art Beschwörungssymbole sein sollen, die du auch schon mal öfters so gesehen hast in so Geisterhäusern. Also klar, war immer fake, ne? Aber du hast die schon öfter mal gesehen. So, und jetzt kommen dir so die Szenen wieder hoch, wo du dann gerufen wurdest, um irgendwelche Geisterhäuser irgendwie zu entspuken, wo du dann irgendwie zufälligerweise irgendwie an der Tapete irgendwie immer so ein Muster von diesen Symbolen erkannt hast und so, und hast dich damals auch schon gefragt, so wie bekloppt muss einer sein, dir so ein komisches Muster in die Tapete zu ritzen. Aber natürlich ist ja alles fake, ne? Du hast das dann irgendwie abgemacht und dann gesagt, ja, ist alles entspukt und so weiter und hast nie wieder was davon gehört. Aber diese 4 Symbole, die du damals irgendwie zusammengetragen hast, irgendwie, die findest du, die damals auf verschiedene Häuser verteilt waren, die findest du hier auch wieder. Okay, ich guck so komplett, ja, ernst zu den anderen rüber. Die Symbole hier, die habe ich schon mal gesehen. Und du meinst, du hast was mal gelesen in irgendeinem Gespensterführer, dass der ein Symbol dafür steht für den Willensstarken. Ein Symbol davon steht für den Unsterblichen. Mhm. Ein Symbol steht für den, der sich opfert und der Schmerz erträgt. Und ein Symbol steht für den Wissenden. Ja, und ich zeige so auf die Symbole. Ja, ich habe bei meiner Recherche mal hier rausgefunden, dass hier das Symbol steht für, na, und dann erkläre ich Ihnen so ein bisschen die Symbole. Gehen noch so ein bisschen auf ihre Eigenschaften ein, ja, wie zum Beispiel hier der sich opfert, na, was man da noch so zu gelesen hat, dass dem noch spezielle Sachen nachgesagt werden, also sowas wie den Willen und desgleichen. Und hab da so eine ganz krude hermetische Ansicht, womit ich da rangehe. Moment, stopp. Wiederhol nochmal. Der sich opfert, der Unsterbliche. Ja. Der Willensstarke. Und der Wissende.
Unterwissende. Ich guck Jeremiah an. Du müsstest doch eigentlich schon längst tot sein. Bist du nicht sowas wie unsterblich? Ja. Und Jeremiah denkt im zweiten Moment noch nach und meint, wir werden uns jetzt aber nicht auf die Symbole stellen. In dem Buch oben stand etwas von einem Ritual, wo sich vier opfern müssen, um einem fünften die Macht über das Ende der Welt zu geben. Wollen wir dann sicherheitshalber meinen Sarg gucken? Ich würde den Sarg anzünden. Feuer reinigt. Ich wäre damit vorsichtig. Die Geschichte ist die, kommen wir tatsächlich frei zu dem Sarg? Sehe ich das richtig oder ist da irgendwie das schwarze Zeug dazwischen? Ihr kommt über so einen kleinen schmalen Steg halt zu dieser Plattform, wo der Sarg draufsteht, ja. Der Rest vom Raum ist halt geflutet und diese kleinen, vier kleinen Inseln, die gerade auch so groß sind, dass jemand darauf stehen kann, sind halt auch noch frei, aber da gibt es keine Verbindung zum Mittelsteg zu. Müsste man rüberspringen oder durch das schwarze Zeug durchlaufen oder sonst. Konstantin? Ja? Du wolltest vorangehen? Niemals. Nicht? Ihr wollt doch nicht vorangehen und da habe ich Schmerzen. Also der Schmerz erträgt, ne? Weißt du? Der die Schmerzen erträgt, ja. Ja. Nicht nochmal. Ja, ich guck so die anderen an. Ja, wer ist nun wer? Also ich weiß ein bisschen was darüber. Fakt ist, ich gucke in Richtung Jeremiah, er müsste schon längst tot sein. Wer nicht stirbt, ist vielleicht unsterblich. Du scheinst etwas zu wissen. Und Konstantin hält es schon die ganze Zeit ziemlich Schmerzen aus. Vielleicht bin ich da wieder der Starke. Jeremiah hat auch schon Schmerzen ausgehalten. Ganz wenig. Und wenn man jetzt mal überlegt, was, ja, ich weiß nicht, ob Konstantin, also das ja schon mal, du hattest den anderen noch nicht deine Backstory erzählt, ne? Nicht. Nö, ich hab's immer drumherum geredet. Er hat sich immer rausgeredet, wenn's ernst Frage wurde. Frage ist ja. Jetzt, ob er jetzt angesichts dieser der neuen Tatsachen mal sein Schweigen bricht. Nope. Ja. Dann nicht. Ja, wir wissen, dass er offensichtlich seine Seele hat, Mr. D schon vor. Ja, das ist richtig, ja. Frage ist, was hat er dafür bekommen? Müsste er ihm ja jetzt einen vernünftigen Grund nennen, um dieses zu tun. Er vertuscht das ja schon seit 2 Jahren. Ja. Nee, wir hatten das Gespräch, Bero weiß es. Ich meine auch, dass ihr mal ein Gespräch darüber hattet, aber ich weiß nicht mehr, ob du ihm alle Details gesagt hast. Also, dass du deine Seele verkauft hast, das habt ihr irgendwie schon mal besprochen, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob du da noch gesagt hast, was du dafür bekommen hast. Nee, das hat er nicht, das wüsste ich. Das hat er tatsächlich nicht erzählt, also ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe in einer Gürtel gepackt und halt irgendwie. Ja, das war im Maser Hauptquartier. Da haben wir irgendwann zusammengearbeitet. Ja. Das eine Mal. Das eine von 10 Mal oder so. Ja, das war die Zeit, wo wir irgendwie überlegt haben, wie wir Jeremiah umbringen. Also. Nee, da gab es Jeremiah noch gar nicht. Da wollte ich mich umbringen noch. Oder irgendwie so. Nee, ich habe mit dir zusammengearbeitet auf einmal. Gegen irgendwen anders. Ja, gegen Johnny irgendwas war, aber Johnny hat da abgedreht. Genau. Und Jeremiah war später. Ich weiß noch nicht mehr genau, was du da erzählt hast. Ich weiß nur, du hingst 20 Zentimeter über dem Boden an meiner Faust. Ja. Ja. Also, ich waren die vier Benennungen nochmal. Der Unsterbliche, der den Schmerz erträgt. Der Wissende,
Und jetzt bin ich gerade selber auf dem Schlag. Der Charakterstarke. Genau, der Willensstarke. Der Willensstarke. Also, aber jetzt so mal so off-topic, auch wenn sie es wüssten, unsterblich würde nicht passen. Also ich bin... Fakt ist, Jeremiah möchte schon seit 100 Jahren oder so tot sein. Das ist richtig. 100? Eher mehr. Oder noch mehr. Noch mehr. Weit, weit mehr als 100 Jahre. Dann machen wir so. Jungs, ich habe euch was zu sagen. Ich habe vor... Kurz bevor wir gestartet sind, ein Deal mit Mr. D gemacht. Dieser Hund, dem wir öfters begegnet sind, ist seelisch mit mir verbunden. Wenn ihr ihm weh tut, tut ihr mir weh. Und andersrum. Nur zur kurzen Info. Was? Das hattest du, glaube ich, schon mal erzählt, ja? Für dich, dass ich es einfach nicht gerafft habe. Das heißt, wenn wir den Hund töten, töten wir dich oder andersrum. Genau, deswegen ja, habe ich auch immer uns. Und der Hund war tot und ist jetzt am Leben. Genau. Wolltest du, dass der Hund wieder lebt? Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt stark betrunken und habe mich... Ach, jetzt redet man sich wieder raus. Ich möchte gern mal was testen. Ja. Nimm mir das bitte nicht krumm. Und ich würde tatsächlich... Gib mir mal deine Hand. Nein. Mach nicht, was bleibenden Schaden hinterlässt. Du brauchst mich noch. Keine Sorge. Das hat er schon. Ich breche, schon unkautorisiert und sonst irgendwas gemacht. Ich würde ihm einfach die Hand geben, wie man halt jemand die Hand gibt zum Handschütteln. Gib mir einfach die Hand, vertrau mir. Und wenn du mir die Hand gibst, würde ich die packen und einmal richtig kräftig zudrücken. Hört man außer ihm noch was? Müssen wir das immer so machen jetzt? Der Hund scheint nicht hier zu sein. Also, der wäre schmerzhaft fast. Ja. Wollte nur das Hundejaulen hören. Da der Hund jetzt nicht gejault hat, ist er nicht in der Nähe. Oder wenn, dann hat er woanders gejault. Wir könnten die Tür hinter uns schließen, dann wären wir safe. Also Türen, so konnte er nicht so. Zur Krypta gab es keine Tür. Der müsste durch einen Bach von schwarzer Krütze. Ja, die sprudelt halt irgendwann und es kommen so dicke Blasen raus und teilweise auch so ein paar Fühler und tentakelartige Auswüchse, die nach oben und dann sich wieder nach unten verziehen. Da etwas weiter vorne, jetzt wo du das ein bisschen gutachtest, etwas weiter vorne Richtung von dem Steg, wo der Sarg steht, habt ihr zuerst für so eine dicke Schleimblase gehalten, aber da scheint irgendwas in diesem Schleim drin zu liegen. Okay. Das ist bestimmt Johnny. Ständig überspült. Dann würde ich da mal ein paar Schritte näher drauf zumachen, um zu erkennen, was das ist. Jetzt, wo du es genauer begutachtest, siehst du, das sieht verdächtig wie ein menschlicher Körper aus. Das ist wirklich bestimmt Johnny. Ich habe ja auch immer diesen Trenchcoat an, den möchte ich gerne hochziehen, so. Mhm. Also mit der Ärmel raus und dann irgendwie so zuknüpfen, dass nur mein Kopf rausguckt. Ja. Und dann so darauf zulaufen, damit ich vor dem schwarzen Brei geschützt bin. Ja. Ja, ich will auch mal was tun, um mich irgendwie gegen den schwarzen Brei zu schützen. Also so Jacke hoch, irgendwie, die ist noch so halb über den Kopf gezogen mit der Fackel so in einer Hand. Sieht vielleicht so ein bisschen aus wie der Glöckner von Notre Dame, aber auch egal. Ja, wenn du über diesen schmalen Steg gerade so breit, dass man halt gerade so einen Fuß hinter den nächsten setzen kann. Ansonsten ist alles von dem schwarzen Zeug unterspült. Ich suche auch mal so nach Zeichen, ob da noch irgendwie so Anzeichen davon sind. Anzeichen von was? Von solchen Runen und sowas. So. Also ob die irgendwelche okkulten Symbole noch herumschwirren oder ob das eher nicht der Fall ist. Dave erinnert sich auch, dass das hier auch die Engelsgrotte genannt wurde früher. Einfach weil irgendwie auf der einen Wandseite
ein großes Relief von einem Engel gewesen ist mit ausgebreitetem Flügeln. Kann man jetzt nicht mehr sehen, weil das ganze schwarze Zeug darüber gewuppt ist. Ich würde mich gerne mal umgucken, ob ich irgendwo eine Seite rumfliegen sehe. Ja. Schade. Ich würde das dann halt auch erwähnen. So, das wurde einst die Engelsfrotte genannt, weil da hinten eigentlich ein Engel zu sehen sein sollte. Lasst uns ihn opfern! Den Engel, ja. Den habt ihr leider zu Hause gelassen. Außerdem habe ich noch nie was von Engel gesagt. Ich habe es ja nur gelesen. Ja. Mist. Effektiv habe ich euch an den Kopf geworfen. Da unten könnte der fünfte sein. Punkt. Total kryptisch. Wir hätten nachfragen sollen. Ja, egal. Ich hätte beim immer noch die Möglichkeit einfach, nachzufragen. Ich hätte beim letzten Mal einfach sagen sollen, Mr. D, die Tussi aus da hinten auch mitnehmen. Ja, hättest du das gewusst. Es ist mir hinterher eingefallen, dass wir die hätten mitnehmen sollen. Der Meier hat eigentlich ein Buch drin. Aber zu spät. Die Engelsgötter auch genannt. So. Genau. Was meinst du eigentlich mit Johnny? Oder wer ist Johnny? Wir waren mal hier, dann wurde ein... Du hast da oben seine Familie getötet. Wir waren mal vier, jetzt sind wir nur noch drei und jetzt sind wir mit dir wieder vier. Oh, in dem Augenblick, wo Beru, also wo Dave sagt, du hast oben seine Familie getötet, kommt Bewegung in dieses Schleimklumpen, der da liegt. Ich möchte flüchten und ich wollte dir nur ganz schnell nochmal sagen, er kam genauso mit dem schwarzen Zeug in Berührung wie du und ich bin jetzt mal weg. Ja, dann müsstest du durch Dave durchlaufen. Ja, Dave jetzt. Oder durch das schwarze Zeug. Dann möchte ich irgendwie versuchen, durch seine Beine zu kaufen oder sowas. Ja, das, wie gesagt, der Steg ist nur so breit, dass man gerade einen Fuß hinter den anderen stellen kann. Also entweder läufst du jetzt durch Dave durch, springst über ihn drüber, was ein bisschen schwierig würde, oder läufst du für das schwarze Zeug, wenn du abhauen willst. Und du bist ja tatsächlich vorgelaufen. Ich bin nicht vorgelaufen. Du hast gesagt, du guckst dir das Ding an. Ja, das war ich. Sag panisch, rückwärts, rückwärts, alle zurück. Bitte. In dem schwarzen Zeug erhebt sich diese Gestalt auch völlig also sieht ein bisschen anders aus als diese schwarzen Zombies, die ihr bis jetzt gesehen habt. Einfach, es sieht eher aus jetzt wie eine menschliche Gestalt, über die ganze Zeit halt dieses schwarze Zeug drüber fließt, ständig in Bewegung ist. Und vielleicht ist es sogar völlig bestehend daraus. Wer weiß. Zumindest kann man noch keine Gesichtszüge oder keine Haut, keine Kleidung mehr sehen. Ich greife in meine Jacke und werfe einen Flachmann rüber. Ja, das war seine Schwäche. Ich sollte ein bisschen Flachmann vorher noch anzünden können. Der Flachmann landet kurz vor ihm in der schwarzen Suppe. Das hat nicht geklappt. Effektiv müssten wir jetzt erstmal von dem Typ weg oder uns versuchen, auf diese Position zu stellen. Effektiv müsst ihr mich hier weglassen. Also ich würde mal mit dieser brennenden Fackel in Richtung dieses schwarzen Zeugs mal gehen, was dort passiert. Am Boden. Willst du dich da reinstellen oder was? Nein, ich will einfach nochmal die Fackel da hinten halten, was dann passiert. Ob das da bleibt oder ob sich das zurückzieht. Ne, es zieht sich nicht zurück. Es ist wie eine Flüssigkeit. Du schneckst die Fackel da rein, Fackel geht aus. Okay. Ja. Ich würde so langsam ganz vorne auch anfangen zu schieben. Mhm. So nach hinten. Ja. Und mein rückwärts gehen,
Ja, das Ding bewegt sich jetzt irgendwie lang, ganz langsam auf euch zu und das macht so ein schmatzendes Geräusch, weil es versucht, so seinen Fuß, einen Fuß vor den anderen zu setzen und wartet durch diese schwarze Pampe durch. Aus seinem Körper heraus wachsen immer wieder kleine Tentakel, die irgendwie nach irgendwas Unsichtbarem zu greifen scheinen und sich wieder dann in den Körper zurückziehen. Johnny, wie ist es dir gegangen? Total panisch. Ich glaube, es ist besser, wir sollten hier raus und mit einem Plan zurück. Es sagen schon zwei vor dir. Es bildet sich so eine Art Gesicht irgendwie auf diesem schwarzen Schleim, der aus dem Schleim zu bestehen scheint. Der Konstantin, John und Dave halt bekannt vorkommen, das sind die Gesichtszüge von Johnny. Und es scheint irgendwie so blubbernde Worte zu formen, die irgendwie so aus sich so ein bisschen anhört, als würde jemand halt unter Wasser irgendwie versuchen zu reden. Und so halt so: Familie. Familie ist nicht hier. Okay. Lassen die anderen mich mittlerweile durch und raus? Also, ich schieb ja hinter dir. Also, Dave und John müssten sich mal bewegen. Also, ich würde ja jetzt durchaus tatsächlich mal weggehen. Ja, auch wieder Richtung Aufgang. Dann könnt ihr nach oben zurücklaufen. Ja. Genau. Seid ihr wieder oben. Ja. Und ich den Altar so angucke. Ja. Jeremiah, es war ganz schlecht, was du gerade gemacht hast. Kommt mir so ein Spruch in den Kopf. Sekunde. Und als die Flammen vom Altar zu Himmel stieg, da stieg der Engel des Herrn in der Flamme nach oben. Wir brauchen doch einen Engel, oder? Mhm. Lasst uns den Altar anzünden. Lass uns bitte erst die Krypta verbarrikadieren, nicht dass Schleim-Johnny uns folgt und stört. Also ich würde mich jetzt dran machen, nachdem mir dieser Spruch gefallen ist, effektiv einiges Brennbares rings um den Altar aufzuhäufen, weil effektiv in dem Buch stand, man braucht die Macht eines Engels, um das Ritual zu brechen. Ja. Also ich würde gerne versuchen, den Beichtstuhl irgendwie vor die Krypta zu schieben. Ja, der ist aber allerdings fest auf dem Boden verankert, den kann man nicht wegschieben. Der Beichtstuhl ist auch etwas größer, den schiebst du nicht. Aber was man tun könnte, wenn die Bänke beweglich sind und nicht fest montieren könnte, man fest glaube ich... im Boden verschraubt. Okay. Man könnte sie auseinanderbrechen, aber es dauert eine Zeit lang. Vor allen Dingen ohne Werkzeug. Ja, wenn das halt massive Kirchenbänke sind, kriegst du die tatsächlich nicht so ohne weiteres auseinander. Ja, es wird eine ganze Zeit dauern, aber irgendwann wird er sie wohl nachgeben. Aber. Ja gut, am ehesten... Ich würde mal an so einer Kirchenbank reißen. Hast du wirklich die komplette Familie umgebracht? Ich habe alles, was da drin war, getötet, ja. Warum fragst du eigentlich nach, wenn du die Antwort nicht wissen willst? Und ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass ihr erst das Gummihuhn versenkt, die Familie getötet, den Engel zu Hause gelassen. Ja, aber wir können den Altar anzünden, dann kriegen wir auch einen Engel. Zumindest steht das so in der Bibel. Richter 13, Absatz 20. Braucht ihr nur noch den Altar des Herrn? Na gut. Wir haben nicht genug Holz hier, um alles anzuzünden. Dann lass uns den Altar in Flammen setzen. In der Sakristei könnte noch ein bisschen mobilar sein, was noch eher greifbar ist. Schranktüren oder sowas. Ja, die da ist ja schon die Stühle kaputt gemacht. Ja, aber ich würde gerne mal die Leiche von Frau Wilkinson untersuchen, ob es da irgendwie eine Halskette oder sowas gibt. Ja. Dann würde ich die gerne mitnehmen. Mhm. Ist so eine Halskette, wo wenn man so aufklappen kann, wo so zwei Bildchen drin sind, sind halt so ein, einmal so ein, eins von sich und einmal von Johnny.
Das würde ich mir dann wohl greifen. Ja, ich reiß halt Schranktüren raus, auch nochmal weitere Klamotten. Der Hundekorb wird wahrscheinlich aufräumen und alles dann halt mal rüber Richtung Altar schleppen. Ja, und ich würde, sobald hier Dave aus der Sankristei raus ist, auch rausgehen und die Tür sehr stark verriegeln. Zur Sankristei. Mhm. Wenn das geht. Ja. Ich würde so eine Kirchenbank versuchen rauszureißen, wenn es geht. Ja, mach mal einen Test auf deine Stärke. Stärke, das ist einfach einmal einfach Stärke, ne? Mhm. Ja, im Zweifelsfall würde ich ihm helfen, wenn ich sehe, was er vorhat. Dann kannst du auch würfeln. Auf Stärke. Braucht man gemeinsam mindestens mal 5 Erfolge für eine Bank. Und dann dauert das auch ein bisschen. Ich habe einen Success. Wollen wir uns mit der Bank wirklich aufhalten? Also so gut brennt also dieses Holz nicht. Rüttelt und reißt daran rum. Ja, ich hätte ja noch meine Machete mit, der könnte ich ja auch noch ein bisschen bearbeiten. Ja, kann ich jeden Bank. Kann dann drauf rum. Dann brauchst du einen Erfolg weniger. Nur 4. Ja, 4 mit 3 Würfeln. Naja, ja, einen hast du ja schon. Eben. Nein. Ja, das kostet euch jetzt ungefähr eine halbe Stunde, die ihr da an den Kirchenbänken herumhantiert. Und irgendwann hört man dieses schmatzende Geräusch von der Treppe. Effektiv würde ich dann mich umgucken und meinen, jetzt zünden wir es einfach an. Oh. Alles, was bisher da ist, oder was? Ja. Okay. Genau, Bücher. Okay. Ja, ich würde ja zwischendurch mal die Pistole dann ziehen. Wenn er da zündet, würde ich halt gucken, wenn das Viech näher kommt und würde ich auch nochmal draufballern. Ja, dann schieß. Schießen geht auch. Und Dexterity und Firearms. Firearms. Ja, Firearms habe ich 2. Dexterity. Wenn ich es denn finden würde. Ach, da unten. 3 plus 2 gibt 5. Gibt die Knarre noch einen Bonus oder so? Oder ist es nur für Schaden? Nein. Das ist nur für Schaden. Dann. Jetzt, Lady Luck, gib mal Gas. Ja. Blöde Schlampe, echt wahr. Nichts. Nichts, ja. Das Kalt ist halt ein Schuss. Das ist so eine kleinkalibrige Waffe, die du hast, oder? Boah, ich war schon relativ. Das, was wir halt von ihm gekriegt haben. Eine ganz normale 9mm. Dann das ist ja schon etwas dicker. Dann halt dieser Schuss dröhnend und hallend durch die Kirche und schlägt irgendwo neben dem Eingang zur Krypta in die Steinmauer der Kirche ein. Versucht ihr es auch mal, John? Ja, ich. Konstantin. Ich helfe dir mit. Und stehe ich da so dagegen, langsam. Drücke. Mir kommt gerade noch eine Idee. Ich würde mal auf mein Handy gucken zwischendurch. Hab ich Netz? Moment. Ja. Wer von euch hat noch irgendwie einen Flyer von diesem komischen Laden? Von diesem Vergnügungspark? John? Ich hier? Gib her. Gib her. Und dann würde ich gucken, da müsst ihr ja irgendwo. In der Hand. Da müsst ihr ja irgendwo eine Telefonnummer draufstehen, wahrscheinlich. Ja. Oder anrufen kann, Info oder sowas. Ich würde das Handy schnappen und eine WhatsApp-Nachricht
hinterlassen, wo wir sind und ist aber keine Handynummer, die da drauf das steht. Ja. Ja, aber trotzdem, oder wenn deine E-Mail-Adresse oder sonst was ist. Das macht man nicht mehr heutzutage. Ruf mit deinem Handy. Na ja, gut, dann ja, gut. Das ist so 1800. Ja, ja. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Gut, ich würde mich dann zurückziehen. Und tatsächlich, ich würd tatsächlich die Nummer anrufen. Ich hoffe, der Scheiterhaufen brennt bald mit dem Buch drin. Ja, es fängt erstmal ein kleines Feuerchen erstmal an. Ihr habt ja keinen vernünftigen Brandbeschleuniger da, aber es ist halt ein kleines Feuerchen da. Ja, solange genügend Material da ist, dann... Ja, ein bisschen Klamotten halt, ne? Brennt es. Und Bücher und... Dave erreicht den Anrufbeantworter. Ja, das würde ich auch... Unsere Öffnungszeiten sind... Scheiße, eine tolle Wartemöglichkeit dabei noch. Hört diesen scheiß Anrufbeantworter ab und dann würde ich halt durchgeben, wo wir sind und dass sie sämtliche Firepower, die sie irgendwie erübrigen können, hierher schaffen sollen. Stimmt, das werden sie tun durch das schwarze Zeug. Ja, sie haben das Militär, Panzer, Flugzeuge, Hubschrauber, mir egal, also ich würde es halt durchgeben, da und da sind wir. Wenn sie die Quelle suchen, hier ist sie. Wir sind aber kurz davor, erfolgreich zu sein. Aber zur Sicherheit. Ne? Bis später. Ja, ich auch, wir brauchen die schwere Kavallerie. Ja. Jeremiah bittet auch auf seinem Wege dann kniend vor dem Feuer zur Unterstützung der schweren Kavallerie, weil irgendwie ist er doch am Ende seines Lateins und fängt im Stillen an zu beten, dass dieses Bibelzitat doch mehr aussagt als nur das, was es sagt. Tja. Ich würde gerne, weil ich sehe, er hat Empfang, gucke ich auch eben drauf, klicke auf Anrufen, wo, auf Lautsprecher und stecke es in meine Hemdtasche, das Telefon. Und achte weiter auf die Krypta, ob da was hochkommt oder. Ja, ja, der ist schon oben, der schwankt auf euch zu. Der ist halt unglaublich langsam. Dann würde ich halt so die Kette hier so dahin halten, so. Oh. Warte, stopp! Er stoppt tatsächlich, also zumindest seine Bewegungen stoppen ein bisschen. Ich habe mir was helfen, so weit habe ich nicht gedacht. Er streckt so diese tärige Hand irgendwie nach der Kette aus. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich schmeiß ihm die rüber. Also. Schmeißt rüber, der ist irgendwie zu grobmotorisch, um die irgendwie aufzufangen, die fällt auf den Boden. Schieß schon, schieß! Und er fängt an, sich so ganz langsam danach zu bücken. Wir sollten einen Abflug machen. Ja gut, Willst du hin? Setz ihm den Schuss auf, John. Ja, John wird auch genau das machen. Der nimmt sich die Pistole und schießt einfach. Das ist Johnny, du kannst nicht auf ihn schießen. Der ist ein Zombie. Ja, du gehst zu ihm hin, hältst du so die Knarre irgendwie. Was hast du, ein Gewehr oder Pistole oder was hast du? Ich bin sowas von ein friedfertiger Amerikaner, dass ich eigentlich gar nicht nach Amerika gehöre. Ich habe keinen Punkt in Firearms, also das wird ein aufgesetzter Schuss. Ja, setz die Pistole so an den Hinterkopf von ihm und er dreht so ganz langsam den Kopf in deine Richtung und dann... Er hat wirklich diese Schockreaktion, drückt 3-4-mal ab. Ja, du siehst die Schüsse irgendwie in den Kopf einschlagen und ja... diese Suppe genau sich da reinzieht und irgendwie so viele Tentakel bildet, die sich so jetzt so nach deiner Waffe greifen. Aber du merkst auch, dass allein die Wucht des Aufpralls der Geschosse ihn ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht haben und er so zur Seite kippt. Während so die Schleimtentakel so nach der Waffe greifen. Ja, dann setze ich noch direkt ein paar Schüsse hinterher, wenn er schon am Torkeln ist. Na, dann habt ihr da jetzt dann kippt er wirklich auf den Boden, die nächsten Schüsse krachen. Wo schießt du hin?
Wie in welcher Position ist er gerade? Ist er noch gedrückt? Halt umgekippt. Linke ist halt auf der Seite. Ja, wenn er auf der Seite liegt, keine Ahnung, ich glaube, ich würde nicht auf ihn schießen, wenn er am Boden liegt. An der Stelle, wärst du noch überlegst, an der Stelle, an der die Kugeln eingeschlagen sind, ist das, diese Masse ja in den Körper hineingeflossen und hinterlässt jetzt quasi so eine freie Stelle, die sich immer weiter vergrößert. Und man erkennt jetzt wirklich, dass es das Gesicht von Johnny ist, der jetzt irgendwie nochmal die Augen aufschlägt, Richtung John guckt und dann Richtung Amulett guckt und dann: Wieso? John guckt so nach ihm. Er war doch tot, oder nicht? Sag ihm, wir haben deine Familie gefunden. Wir haben deine Familie gefunden. Und ich sag das dem noch so, ich gehe da jetzt aber nicht zu nah dran, ja? Mhm. Weil einfach da doch der Schiss dann zu groß vor ist, dass ja. Der noch irgendwie sich lass wieder ihn dann hebt. Irgendwie so stottern, als ob halt irgendwas irgendwie in seiner Kehle steckt, irgendwie so, dass er irgendwie am eigenen Blut erstickt oder so. Er spuckt auch richtiges Blut irgendwie ein bisschen. So kommt ihm so irgendwie beim Sprechen irgendwie aus dem Mund herausgequollen. Rette meine Familie! Ja, natürlich. Sie ist gerettet. Dann erschlafft, erschlaffen die Gesichtszüge und die schwarze Flüssigkeit quillt wieder über den Kopf rüber. Haben wir irgendwas Schweres, was wir auf ihn draufkippen könnten? Ja, Kirchbänke. Die nicht festgeschraubte. Ja, festgeschraubte Kirchbänke. Ihr habt alles, was gerade nicht nied- und nagelfest ist, auf dem Altar und das brennt gerade. Also fängt gerade an zu brennen. Mhm. Ihr habt die Machete von Dave, wenn ihr den köpfen wollt. Yay! Also, am besten müssen wir ihn abfackeln, aber. Kannst du ihn ja rüberziehen? Kann ich das sein lassen? Ja, das Feuer und lodert auf dem Altar. Jeremiah sitzt davor und betet und Konstantin und John stehen ein bisschen geschockt vor dem von Johnny und ja. Dave. Was macht Dave eigentlich? Ja gut, da wird irgendwann mal das Telefon wieder aufgelegt haben und gucken, was die treiben. Und dann würde ich, wenn ich sehe, dass da nicht mehr viel passiert, würde ich halt Richtung Jeremiah gehen. Denn er ist da und es tut sich nichts, Jeremiah. Dein Gott dich verlassen? Es brennt noch nicht genug. Es muss mehr brennen. Du könntest deine Kleidung Jeremiah. Dazu werfen. Jeremiah betet einfach noch weiter. Ja. Ja gut, wenn ich merke, dass er betet, dann würde ich mich tatsächlich auch hinten hier beten. Ja, das Feuer lodert weiter hoch und die Flammen fressen sich langsam halt oben der ganze Hochaltar steht jetzt schon in Flammen und ja, es wird langsam ziemlich unangenehm auch hier. Also wir kommen nicht aus dem Gebäude raus. Das ist der Schleier, also das schwarze Zeug ist halt vor dem Eingang. Was sprudelt ja da raus? Ja, und der Hochaltar steht in Flammen. Langsam werde ich echt ein bisschen ungeduldig. Eigentlich müsste es ja noch einen weiteren Ausgang zur Sakristei rausgehen. Also kenne ich das in Kirchen, dass du dort einen separaten Eingang hast. Ich hab die Tür ganz gut verrammelt, sagt jetzt der John. Ja. Nee, ich hab's ja nur zugezogen. Also mit. Du hast sie verrammelt. Mit auf keinen Fall. Ich hab sie fest zugemacht, fest zugezogen. Hab ich gesagt. Verrammelt, hast du gesagt. Gut gesagt.
Aber sonst für unseren Muskelpot sollte eine Tür kein Problem sein. Ja, also das Problem ist, der Muskelpot ist das steht jetzt immer noch vor dem Feuer. Dann weiß ich ja, wie ich es verrammelt habe und möchte es wieder einrammeln. Ja, es ist durch die Flammen gar nicht so einfach, aber du schaffst es dann mit einer etwas längerer Zeit, irgendwie während die anderen da immer noch am Beten sind, das wegzuräumen. Bist halt wieder in dem Raum mit den drei, mit den zwei Kindern und der Frauenleiche. Und siehst tatsächlich so zwischen dem ganzen Gedärm, die an der Wand ist, irgendwo, da könnte wirklich eine Tür sein, so die nach draußen führt dann wahrscheinlich vielleicht. Dann halt würde ich gerne sie zu öffnen. Machst auf und siehst ein Meer aus schwarzem Teer. Ich mach die Tür wieder zu. Anscheinend ist die Kirche umgeben von diesem Zeugs. Der Hinterausgang ist auch blockiert. Ich habe ja gerade hier Mr. Wu's Nummer angerufen in der Brusttasche. Klingelt da noch was? Klingelt was, ja. Morgen geht keiner ran. Schade. Dem Ghoul fehlt der Arm zum Abnehmen. Tja, auch da habt ihr wieder gute Arbeit geleistet. Hey, aber Zuckerwatte, ja? Ja. Ich weiß auch nicht, ob ihr euch so auf die Vampire verlassen könnt, nachdem, was ihr euch da geleistet habt. Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Jeremiah, wir müssen runter. Jeremiah bewegt sich nicht, er betet weiter. Rezitiert im Stillen für sich alle Bibelverse, die er kennt. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Da ist die Frage, wie viele er tatsächlich kennt. Es kann ja auch sein, dass es nicht viele sind. Das nicht auf jeden Fall. Also Jeremiah auch dem etwas steigenden Sauerstoffverlust in der Nähe des Feuers geschuldet. Ja, das macht euch jetzt langsam mehr zu schaffen. Ja gut, ich würde halt ihm tatsächlich mal eine Backpfeife geben. Dein Glaube in allen Ehren. Ich teile ihn vielleicht mittlerweile, aber es passiert nichts. Wir müssen wohl dem Sprichwort nachgehen, hilf dir selbst und hilf dir Gott. Also, wenn du mich da wegkriegen willst, dann musst du mich da wegziehen. Jeremiah, ja gut, dann ziehe ich dich nicht bewegen. Dann nehme ich mir irgendwas, was da jetzt mittlerweile ziemlich gut brennt, ja, und ziehe ihn mit. Ja. Jeremiah wird weiterbeten. Das ist ja, du kannst ja weiterbeten, aber du wirst trotzdem weggezogen. Wo wollt ihr so denn etwas hin? Paralysiert. Runter in die Krypta. Ab runter in die Krypta, ja. Dann seid ihr wieder unten in der Krypta. Also ich würde tatsächlich jetzt irgendwas, was gut brennt, also da sollte jetzt was dabei sein, wo ich schon eine Weile im Feuer war, mitnehmen und runter. Der Sarg hat sich übrigens verändert, jetzt wo ihr unten seid. Der Sargdeckel ist offen. Ja. Okay. Zur Seite geschoben. Oh. Hallo Max, aufgewacht. Hier ist Dave. Ich bin ja auch gar nicht mehr böse. Ich verzeihe dir. Alles ist gut, ich habe nur zwei Fackeln. Und einen Block und eine Machete. Ja, ich schaue mich dann, wenn ich merke, dass der Sarg offen ist und so, werde ich halt auch immer nervöser und ne, drehe mich von links nach rechts und schaue mich als weiter um. Ja. Einfach so. Just, um auch nochmal sicher zu gehen. Das wirkt so ein bisschen panisch, hektisch. Und ich halte immer die Fackel relativ weit weg, sodass dass ich halt nur schlecht gegriffen werden kann. Mhm. Und denk mir so, oh mein Gott, jetzt ist das Ding an der Wand. An die Wand zu pressen sich ist ein bisschen schwierig, weil da doch dieses schleimige Zeug an der Wand ist. Aber ja gut, dann das... Ihr könnt euch Rücken an Rücken so stellen, ja. Ja, dann Rücken an Rücken, ja. Beziehungsweise Rücken an Beine. Ja. Jeremiah kniet immer noch, der ist paralysiert. Es funktioniert nicht. In der Krypta unten oder was ist? Ja, du hast mich da ja mit hingezogen. Ist ja so. Ich würde dir nochmal eine scheuen, es wird endlich mal wieder normal hier unten, ist ein gottverdammter Vampir. Max, zeig dich endlich. Ich will deine hässliche Fratze sehen.
Ja, und John merkt gerade irgendwie, wie so die Panik so in ihm hochkocht. Und so ein irgendwie, Dave wird langsam ein bisschen wütend auf Jeremiah, dass er nicht reagiert. Und auch die Wut kocht so ein bisschen in dir hoch. Du bist unglaublich wütend auf einmal. Und ja, wie fühlt sich Konstantin gerade? Hilflos? Ja, diese Hilflosigkeit, die quillt quasi wie so ein Untier in dir hoch. Und was macht das mit dir, wenn du fühlst dich so, als ob du nichts mehr in deinem Leben irgendwie hinkriegst? Irgendwie alles ist sinnlos, du bist total hilflos, keiner kann dir helfen. Irgendwie, vielleicht gehst du sogar in Fötusstellung, wenn du das irgendwie so irgendwie hast, ich weiß ja nicht. Also es ist unglaublich stark, dieses Gefühl. Während Jeremiah, was hast du gerade ein Gefühl, während du betest? Ich zweifle mit mir und an meinem Weltbild. Ja, der Zweifel verstärkt sich unglaublich bis ins... Der Gott, von dem du jemals geglaubt hast, der hilft dir nicht und... Ja. Also für die, die es bekannt sind, Gefühle verstärken als Dementation, ne? Alles, was ihr gerade fühlt, wird unglaublich verstärkt. Mir wird auch gerade heißer. Ja, in real life. Ich gehe gerade total ein, es ist so warm. Tja, hat ja nicht jeder so eine Windmaschine mit der John. Yep. Ja. Was macht es mit euch? Mich macht's wütend. Ja, offensichtlich. Mich macht es vorsichtig. Sehr vorsichtig. Ja, mich hält es effektiv in der Stellung, in der ich bin, weil was habe ich gemacht, wenn ich mit mir gezweifelt habe? Ich habe gebetet. Was ist, wenn ich an meinem Glauben zweifle? Ich glaube, ich bete noch mehr. Das hilft doch nichts, wenn du nicht mehr dran glaubst. Ja, ich zweifle. Ich glaube immer noch, aber ich zweifle. Weißt du, das ist so ein innerer... Man sieht quasi, wie Jeremiah anfängt, mit sich selbst zu sprechen und so einen inneren Zwist mit sich ausführt. So irgendwie so ein bisschen so eine Gollum-Szene entwickelt sich da. Ein Gollum mit Smeargold spricht. Also wenn der sich mit sich selber spricht, dann kriegt er definitiv eine gepfeffert, aber links und rechts. Ja, man sieht, wie in Dave so die Wut hochsteigt, wie er so fast schon irgendwie so... Es hat keine glühenden Augen, also man merkt ihm so den Zorn ins Gesicht geschrieben. Sein Kopf ist wahrscheinlich so rot wie seine Haare jetzt. Ja. Während Konstantin denkt, es ist alles sinnlos, es ist alles sinnlos. Ja. Und John so, scheiße, was machen die drei? What are you doing? Fuck. Ja. Ja, auf jeden Fall, wenn ich dann jetzt immer so eine wutmäßig gezimmert kriege, glaub, frisst sich dann doch noch mal ein bisschen Verstand in mich rein. Zwar wenig, welche aber ein Seite bisschen. Welche Seite gewinnt denn dann? Was? Welche Seite gewinnt denn den Zwist? Effektiv die des Vampirjägers. Sollen wir das mal auswürfeln? Ich würfel mal. Ich würde mal halt zurufen, du willst Vampir töten, hier ist ein Doktor Vampir. Tu endlich deinen Job, verdammt. Ich würfel ein W6, 1 bis 3 gewinnt die Vampirjägerseite und bei 4 bis, also 1 bis 3 die Vampirjägerseite und 4 bis 6 die ich fall vom Glauben ab Seite. Okay. Jetzt hat er die gewürfelt und die gezinkten da. Ah, die 6. Ja. Muss doch. Effektiv fällt Jeremiah von seinem Glauben ab. Und steht zumindest auf. Zumindest für den Moment. Zumindest für den Moment. Der Zweifel ist aber weg. Ja, der Zweifel ist weg. Und was er weiß, Vampirblut macht stark. Greift in die Tasche und... Ja. Mal gucken. Doch, es ist immer noch das gleiche Blut. Was vorher drin war.
immer noch Malkaff. Oh, dann wird das Ganze ja nochmal verstärkt. Du Scheiße. Ja, auf jeden Fall bin ich bei klarem Sinne und sehe den offenen. Ja, als wenn du nur Minecraft Blut getrunken hast, bist du nicht bei klarem Sinn. Ja, so gut wie es geht. Also, wenn du vom Glauben abfällst, an den du jetzt mehrere 100 Jahre dran geglaubt hast. Ja, auf jeden Fall werde ich mich schnurstracks auf diesen Sarg zumachen. Läufst über diese kleine Plattform dahin, spürst vielleicht sogar diesen ganzen teerigen Schleim, der da ist. Der so auch versucht, nach dir zu schnappen, während du darüber läufst. Aber du bist schnell. Schneller als man das so von einem Menschen gewohnt ist. Schießt du los und erreichst den Sarg, der leer ist. Nur eine abgerissene Buchseite liegt darin. Okay. Was steht da drauf? Ja, da steht genau das drauf, was ihr wahrscheinlich schon vermutet habt, dass die Plattform für den Wissenden, für den Willensstarken, für den Unsterblichen und für den, der Schmerzen erträgt, sind. Und dass man damit negieren kann, was das Ritual gemacht hat. Aber allerdings fehlt euch jetzt eine fünfte Person, die die Kontrolle dann bekommt. Oh geil, wie kriegen wir eine fünfte Person her? Ja, wir rufen gerade Mr. D an, der sich opfert. Der die Kontrolle bekommt. Ja, Mr. D ist unsterblich, genau. Also es waren noch mehrere Personen da, als ihr sie eben da wart. Ihr habt sie alle vier getötet. Ich sag das nur mal so. Zombies und Slime-Monster, ja. Die sind gut, oder? Nee, aber effektiv würde ich, wäre Jeremias Gedanke jetzt auch Mr. D. Der Einzige, der seine Seele noch hat. Exakt. Exakt, wie erreicht man Mr. D? Keine Ahnung. Der war immer mal da oder mal nicht. Kannst du dir mal rufen? Kannst du dir mal beten? Er ist da, wenn es am wenigsten passt. Also. Wenn schon nicht antwortet, dann Mr. D. Ja. Dementsprechend rufe ich Mr. D. Ja. Was willst du denn von ihm? Wie rufst du ihn? Mr. D. Effektiv schreit er es halt raus, weil. Ja. Bisher hat jeder Handel. Ist ja im Rage-Modus, ne? Ja, genau. Ja. Ja, man hört so eine flüsternde Stimme über dieses Blubbern, was um euch herum ist. Ja. Ja. Und ich frag ihn und mein. Du willst doch meine Seele. Oh, was für ein verlockendes Angebot. Jeremiah, bevor du den Deal aushandelst, ich hätte eine kleine Ergänzung, die du mit einbauen solltest, die vielleicht uns eine fünfte Person bringt. Deine Nachbarin. Er soll deine Nachbarin hierher holen. Egal, was du sonst mit ihm aushandelst, die Nachbarin soll hierher, jetzt und sofort. Okay, dann dieses Rest ist Lösung. Da sage ich so, das, was Dave gesagt hat, außerdem, dass wir alle auf den korrekten... Ja, Moment, stopp, also als Dave ansetzt, ja. deine Nachbarin brüllt und du dir gerade so kurz überlegst, was das denn bedeutet, spürt Dave, wie er zu Boden gerissen wird. Über Dave materialisiert sich für Konstantin und für John eine Gestalt. Und man hört so die Worte, niemals lasse ich euch die Kontrolle gewinnen. Ja, und über dir hängt dich jetzt an der Gurgel haltend und zähnefletschend ein Vampir, den du kennst, Dave. Ja. Krieg ich das mit? Ja, du bist ja gerade im Zwiegespräch mit Mr. D. Ich krieg das nicht mit, dass der da geschrien hat. Ja, doch, das kriegst du mit, ja. Gut, dementsprechend das
formuliere ich den Satz nochmal neu. Weil dass der Vampir gefesselt und sich uns nichts tun kann, wir auf den vier Podesten sind, die uns zugestimmt sind, und das, und er überlegt nochmal. Nachbarin. Meine Nachbarin, und er nennt ihren Namen, ja. Hier in der Mitte steht, und dass wir das Ritual durchführen können. Dann kriegst du meine Seele. Ja, das ist... Stopp, was hast du nochmal gesagt? Effektiv, dass der Vampir uns nichts tun kann. Dass wir auf den uns zugestimmten Podesten stehen, dass meine Nachbarin in der Mitte steht. Ist doch voll unnötig, sie ist ein Engel, wollen wir sie nicht einfach opfern? Mein Freund, ich bin vom Glauben abgefallen. Ja. Ich werde niemanden opfern, ich werde mich opfern, weil effektiv ist mein Lebenssinn zerstört. Dementsprechend werden wir alle vier uns opfern. Das habe ich gerade so ausgehandelt. Wenn er drauf eingeht. Also kann ich noch mit der Nachbarin tauschen? Du musst auch sehr viel Schmerz ertragen. Ja, wer so, ganz kurz noch die Frage, wer soll denn auf welches Podest? Effektiv ich auf das Unsterbliche. John auf das Wissende. Dave auf das Willensstarke. Weil einen größeren Sturkopf gibt's einfach nicht. Mhm. Und effektiv Konstantin auf das mit dem Schmerz aushaltende. Mhm. Okay. Dann schaltest du durch den Raum. Deal. Gut. Ja. Und puff, der Vampir wird irgendwie auf einmal hochgerissen. Dave sieht ihn so über sich schweben kurz. Und dann verschwimmt die Realität vor deinen Augen, Dave. Und ihr steht auf den Podesten, blickt alle in die Mitte des Raumes, in der sich die Gestalt der von Jeremiahs Nachbarin materialisiert. Irgendwie die total verwirrt in der Gegend herumguckt. Das nächste, was dann aber passiert, ist, dass aus euren Augen, ihr guckt sie ja gerade zwangsweise irgendwie an, irgendwie Strahlen schießen und auf sie drauf treffen. Man sieht kurz, wie angedeutet hinter ihr engelhafte Flügel sich aufspannen und die dann anfangen zu schlagen und wie mit einem Windstoß dieses schwarze Zeug irgendwie wegzufegen scheinen. Mit jedem Windstoß verschwindet mehr von diesem schwarzen Zeug. Und an der anderen Seite des Raums, was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, hört ihr einen fluchenden und rufenden und schreienden Vampir. Nein, niemals! Das ist Vertragsbruch! Das ist Vertragsbruch! Und das schwarze Zeug scheint jetzt irgendwie entweder zu versickern oder auf jeden Fall mit jedem Flügelstoß ist es weiter weg und man sieht, wie es irgendwie an der Gestalt zehrt, da in der Mitte steht, wie sie sich aufbäumt unter der, nenn's mal Energie, die aus euch auf sie drauf trifft. Und ihr merkt, dass ihr immer schwächer werdet. Und dann irgendwann überkommt euch die Ohnmacht. Und ihr fallt irgendwie erst zuerst vorne auf eure Knie, dann auf die Hände, um euch abzustützen und dann zur Seite weg. Und das nächste, was ihr erblickt, als ihr aufwacht, ist der Sternenhimmel über euch. Der schaut nach oben und die Krypta die Decke der Krypta ist aufgerissen. Das Dach der Kirche ist aufgerissen. Und über euch der Sternenhimmel. Und irgendwo ganz weit weg oben leuchtet irgendein Stern besonders hell. Mhm. Und das schwarze Zeug ist verschwunden. Ihr fühlt euch unglaublich schwach. Unglaublich ausgelaugt. Irgendwo heult ein Hund in der Ferne. Wie ein Wolf vielleicht schon. Dave blickt sich um und sieht irgendwie wie in so eine doppelt- bis dreifach Zwangsjacke eingeschnürten Vampir, wie er in der Ecke sitzt.
und irgendwie total so, nein, das ist Vertragsbruch. Vertragsbruch. Das ist Vertragsbruch. Ich würde meine Machete schnappen, quasi die so hinter mir herschleifen, weil ich wahrscheinlich noch ziemlich schwach bin. Ja. Wird. Nee, der blickt dich so total irre an. Das ist nicht das, was ich gewollt habe. Das ist nicht das, was es sein soll. Ich würde quasi so ganz schwer die Hand, beide Hände nehmen, die Machete, würde ihn anvisieren, würde ihn angucken für meine Mutter und dann die Machete nach unten sausen lassen und den Kopf vom Schädel, also den Kopf vom Hals trennen. Man sieht ihn kurz noch rollen, wie er in die Richtung von Konstantin, John und Jeremiah rollt und dann ihr in Asche vergeht und sich auflöst. Dann würde ich wahrscheinlich die Machete erstmal fallen lassen und auf die Knie runtersinken und weinen, wie weil Dave schon lange nicht mehr geweint hat. Ich sehe mich verwundert auch um. Mach mein Handy mal an. Mhm. Und versuche erstmal meine Familie anzurufen. Alles andere ist mir egal. Ja, du rufst deine Familie an und kriegst sie auch ans Telefon, also deine Frau. Und John, wie geht's dir? Hm? Wie geht's dir? Was passiert? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist vorbei. Es ist endlich vorbei. Wo seid ihr? Wir sind auf dem Rückweg. In den Nachrichten heißt es, dass die Terroristen besiegt worden sind und dass New York wieder sicher ist. Ach, Gott sei Dank. Die Soldaten haben gesagt, sie bringen uns nach Hause. Wir sollten vor Sonnenaufgang wieder zu Hause sein. Gut, ich warte auf euch und ich schaue mal zum Rest. Los, kommt mit. Jeremiah ist eher verwundert drüber, dass er noch lebt. Mhm. Weil effektiv sollten sich vier opfern, um einem fünften die Macht zu geben. Und es leben alle vier noch. Mhm. Ist es vielleicht doch ein Zeichen? Vielleicht. Er weiß es nicht. Der Zweifel ist immer noch irgendwo in ihm drin. Ja, irgendwann wird Dave vielleicht sich auch wieder dran fangen. Ich weiß ja nicht, was Konstantin da mittlerweile tut. Nö, ich stehe so langsam auf, klopfe John auf die Schulter und sag ihm, es scheint vorbei zu sein. Ja, sie bringen auch meine Familie jetzt zurück. Kommt ihr mit, weil das, was Jeremiah angerichtet hat. Müssen wir irgendwie. Ich glaube, büßen. Oh, ich glaube, wir haben ein ganz anderes Problem. Ich denke, wir können nicht mehr zurück. Warum nicht? Erinnerst du dich, dass wir einen Vertrag unterschrieben haben? Ja, und ich hole jetzt meine Familie. Die ist gestorben, hast du doch gesehen. Hä? Wer ist gestorben? Die ist nicht gestorben. Nein, Mr. D. Ja, was ist mit dem? Der ist doch da gerade draufgegangen. Nein, das war der Vampir. Ach, der andere, oh Mist. Ich hab Max getötet. Dann, ich muss doch zu meiner Familie. Ich glaube nicht, dass du die Familie jemals wiedersehen wirst, mein Freund. Doch. Warum nicht?
Warum nicht? Was weißt du, was ich nicht weiß? Ja. Ja, ihr rappelt euch langsam auf, langsam kommt auch die wieder Stärke in eure Knochen zurück. Ist die Dame in der Mitte, wie geht's der? Die ist nicht da. Ein Stern. Der deinen Namen trägt. Oh. Hoch am Himmel. Ja, das wird Jeremiah auch gerade klar, dass er effektiv nicht das erreicht hat, was er erreichen wollte, sich zu opfern, sondern dass er jemand anders geopfert hat. Und ich glaube, das macht ihm doch sehr zu schaffen. Der wird in der nächsten Zeit auch, glaube ich, nichts sagen. Ja, ihr schreitet nach oben durch das zerstörte Kirchgebäude. Die Flammen sind irgendwie anscheinend gelöscht. Man sieht überall noch die Brandspuren. Aber das komplette Dach der Kirche ist halt auch eingestürzt. Ihr tretet durch das große Kirchportal, was noch so halb halt in den Angeln hängt, nach draußen auf den Kirchvorplatz, seht noch die Rauchsäulen irgendwie und die Hubschrauber fliegen über New York. Tretet so quasi als Vierergruppe die Treppenstufen hinab auf den Kirchvorplatz. Dass die ersten Sonnenstrahlen aufgehen und die ganze Szenerie dann wieder in ein morgendliches, rötliches Licht tauchen. Es wirkt alles so ein bisschen unwirr und unwahr hinter euch. Und ihr könnt euch auf den Weg machen, wohin auch immer ihr jetzt wollt. Ja, ich schau mir so die anderen an. Wir reden noch mal in einer ruhigen Minute. Ich folge ihm unauffällig und frage nach dem Job. What the? Jeremiah würde sich einfach umdrehen und gehen. Wohin weiß er selber so nicht ganz genau. Jeremiah, warte mal. Ja, ich guck so in seine Richtung. Einen Job habe ich noch, Konstantin. Ich brauche ein Backup. Oh. Freudestrahlend folge ich ihm dann. Wohin es auch immer geht. Ja, wahrscheinlich erstmal nach Hause. Ja. Von der Richtung her wirkt es so, als würde Jeremiah Richtung seiner Wohnung laufen. Mhm. Er hat zwar keine Ahnung, aber so für dich müsste es doch die Richtung seiner Wohnung sein. Auch wenn er keine Ahnung hat. Ja. Dave ist ja nicht weit von zu Hause weg. Oh. Theoretisch ja, aber da ist auch nichts mehr großartig, was ihn da hält. Ich glaube, wir sollten irgendwann mal nochmal in diesen Vergnügungspark. Ich nicke so, ja. Irgendwann. Irgendwann mal oder gar nicht. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Wir sollten das, was wir hier gesehen haben, echt hinter uns lassen. Das ist, glaube ich, für alle besser. Es ist nur die Frage, ob es uns hinter sich lässt. Kannst du dir denn bei allem sicher sein? Tja. Also ich weiß, was ich tun werde. Was ihr tut, das ist eure Geschichte. Ich glaube, ich habe noch ein Bier in meinem Kühlschrank. Ich wohne hier gleich um die Ecke. Ich glaube, das täte uns jetzt allen gut. Ja, da schließe ich mich an. Jeremiah nicht. Der wird weiterlaufen. Ja. So sieht man dann als Abspann quasi, wie Jeremiah irgendwie über die einsame Straße irgendwie an der Wohnung von sich vorbeiläuft. Irgendwie seinen Chopper sieht, wie er oft an der Straßenrand steht, sich auf den Chopper setzt und die Straße einfach langfährt Richtung Sonnenaufgang und irgendwann aus dem
bevor er noch aus dem Sichtfeld verschwindet, sieht man den Schatten, den der Sonnenaufgang an die Häuserwand projiziert. Dieser vermummte muskelbepackte Motorradfahrer fahrend irgendwie. Und die Häuserwand wirft diesen Schatten wieder mit den Teufelshörnern und den Flammen, die aus ihm raussprechen. Dave kommt nach Hause, öffnet den Kühlschrank, trinkt sein Bier, lässt sich auf den altbekannten Sessel niederfallen, macht den Fernseher an. Und man sieht auch hier, wie er denn zu dem Telefon greift, sich eine Pizza bestellt. Und als der Pizzabote dann irgendwann abends irgendwie ein bisschen später kommt, sieht man dann ein Lächeln, was irgendwie ziemlich merkwürdig aussieht, das sich über Daves Gesicht zieht. Und am nächsten Morgen wird ein vermisster Pizzabote irgendwie am Polizeirevier als Fahndungsmeldung irgendwie an dem schwarzen Brett hängen. John kommt mit Konstantin zusammen nach Hause, seine Familie ist wohlauf, nichts ist ihr passiert. Bis John dann nach Hause kam. Ja. Und ihr fallt euch in die Arme und versucht das zu vergessen, was passiert ist. Auf deiner Veranda steht immer noch dieser komische Fremde, dieser Konstantin, der jetzt auf dem Weg nach Hause auch seinen Hund getroffen hat, der neben ihm liegt und den er gerade krault. Und Konstantin schaut in den Sonnenaufgang hinaus, krault seinen Hund, der zu ihm hochguckt und leicht die Zähne fletscht. Konstantin guckt so nickend zu deinem Hund runter. Und es ist eine ziemlich merkwürdige Szene. Ja, während John innerhalb des Hauses seine Familie umarmt, irgendwie mit den Kindern spielt, irgendwie, ihr habt ein Familienessen zusammen, irgendwie musst viel erzählen, du musst viel erzählen, was je nachdem. Und wir werden umziehen. Ihr werdet umziehen, ja. Definitiv weg aus dieser Nachbarschaft. Ihr zieht um, vielleicht irgendwann, ein paar Monate später sieht man dann das Soul-Schild auf der Veranda, auf dieses netten Vorstadthäuschens, irgendwo ganz weit weg, vielleicht jetzt nicht mehr an der Ostküste, sondern an der Westküste sogar, irgendwo, vielleicht hat es dich an die Küste da verschlagen, wo es ein bisschen wärmer ist vielleicht sogar, und ja, San Francisco soll zu dieser Jahreszeit ganz schön sein. Ja, und eines Morgens, da gibt es gerade irgendwie, die Umzugskisten stehen noch da, klingelt es an der Tür und die letzte Szene für heute Abend ist dann die Zeugen Jehovas, die an der Torschwelle stehen. Du öffnest die Tür und denkst dir so, scheiße, was wollen die denn von mir? Und die junge Dame, die dir da gegenübersteht und gerade ansetzen will mit ihrem auswendig gelernten Sätzchen, bricht einfach nur in einen panischen Schrei aus. Und das ist es, womit wir diese Runde dann auch beenden. Und ich bedanke mich bei meinen Spielern, die alle ihre Seele verkauft haben, die sehr viel Unsinn gemacht haben. Vielleicht sieht man sich irgendwann einmal wieder zu einer weiteren Runde, aber ich denke, diese hat ihre Geschichte erzählt. Und ich denke, das Ende war auch ziemlich würdig und hat die ganze Runde noch einmal schön zusammengefasst, denke ich. Ja, doch, definitiv. Beim nächsten Mal gleiche Runde, gleiche Charaktere, nur heißt es nicht mehr Hunter, sondern Demon. Ja, genau. Ja, das könnte man machen, ja. Ja, du ja hast wobei. Wir ja alle auch mehr oder weniger dazu genötigt, ne? Also, nein, wir Seele zu verkaufen. Nein, das war, glaube ich, das war das Böse in uns. Das war Böse. Sven leugnet irgendwas, wieder alles. Irgendwas muss das ja mit euch gemacht haben, dass ihr.
dass ihr das verkauft habt. Irgendwie, übrigens, überall bei diesen ganzen Endszenen sitzt irgendwo ein Popcorn-kauender Mr. D mit an einem bequemsten Sessel der bequemsten Stadt. Sessel der Stadt, ja. Sehr gut. Ja. Wie gesagt, ich merke, das wirklich ultra viel Spaß gemacht. Beiwagen der Stadt. Bitte? Im bequemsten Beiwagen der Stadt, ja. Beiwagen der Stadt, ja. Ja, oder rollt im Sessel neben dir her. Der fahrende Bürostuhl. Ja. Ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Ihr seid zwar so voll die Chaotentruppe und ja. Aber ihr habt zumindest alle überlebt. Die eine oder andere Art und Weise. Ja. Hab dann selbst den Ausfluchtsort vom Ausfluchtsort noch ausgeschlagen. Und das war ganz ulkig. Ich denke, ich weiß nicht, ob ihr irgendwie ein grobes Bild habt von der Geschichte, wie sie jetzt irgendwie ablaufen hätte sollen oder was da irgendwie abgegangen ist. Jeremiah ist ja auch erst zur Hälfte. Ich vermute, wir waren auf dieser Seite und der Plot war auf genau der anderen Seite. Ihr habt es mir sehr schwer gemacht. Die Frau war schon sehr. Da habt ihr sie, ne? Ja. Und wir haben sie beim letzten Mal schlicht weg vergessen. Ja, ihr habt also da hatte ich schon hinterher die Idee, Scheiße, ich habe vergessen, die Frau mitzunehmen. Weil zum Glück konnte es Jeremiah ja noch korrigieren. Aber das war ja so. Die Sache war ja auch, wir kommen da unten rein, da waren erst die Werwölfe und diese Frau da noch später und ich dachte so, die wird irgendwann mal wichtig sein, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, ja. Und dann so, ja, aber der Charakter würde das Mädchen da ja jetzt auch nicht einfach bei hier dem guten Irren lassen, ja, dem leicht malkavianisch angehauchten Gläubigen. Das war dann das nächste Problem und dann sitzt du da so und denkst dir so, charakterlich arbeite ich jetzt quasi gegen unsere SL und gegen den Plot, aber für den Charakter tut man das Richtige. Ja, ist okay, das hatten wir aber an ein paar Stellen, das halt wirklich für uns so, auf Bero hatte das mehrfach so Charakterplay und dann irgendwann, Moment, der Plot ist genau da. Ja, aber es war super trotzdem gespielt, das hat super Spaß gemacht. Es passt ja, wenn du deinen Charakter spielst. Und Dave hat ja ein bisschen mehr. Dave hat ja gesehen, wie sie geleuchtet hat. Ja, Dave wusste, dass sie irgendwie was Wichtiges sein muss. Sie hat geleuchtet wie die Sonne. Genau. Ja. Du bist oder die wie, Sonne. Oder wie ein Stern. Ja. Oder wie ein Stern, ja. Hast du noch so ein paar Szenen parat, wo wir vielleicht genau das Gegenteil gemacht haben, was du gedacht hast? Also? Ihr habt den Vampir getötet, gefoltert und getötet. Ihr seid in die Kanalisation runter, wieder besten Wissens dann irgendwie durch die Katakomben gelaufen. Das ging ja schon in der ersten Szene ganz am Anfang los. Ja. Und ich wollte nicht. Ja. Das ist, und ich wurde immer gezwungen. Ja, stimmt, du warst immer so, nein, das tun wir nicht. Leute, denkt nach, nein. Also es ist der grobe Plot ist halt die beiden Vampirfraktionen, die gegeneinander kämpfen und der eine hat halt die übermächtige Waffe durch den Pakt mit dem Teufel bekommen oder den Zugang dazu bekommen und hat halt das Ritual ausgeführt und damit ihm die Macht über diese schwarze Suppe, die alle Vampire tötet sofort. Und die andere Vampir-Fraktion sollte sich halt eure Hilfe sichern. Die haben halt gedacht, ihr seid immun gegen das Ding, weil das Ding ist halt ausgelöst worden durch die Explosion in dem Hotel. Mhm. Ihr seid die Einzigen, die das überlebt haben. Ach, da war ja auch das mit der Bombe, wo wir es nicht gerafft haben. Genau, ja. Da hat das alles angefangen. Und dadurch, dass ihr die Einzigen wart, die überlebt haben, haben die Vampire gedacht, so, die haben damit was zu tun, die sind die Einzigen, die immun sind, die können das negieren, deswegen suchen wir mal deren Hilfe. Ja, dass ihr dann direkt die Vampire alle killt, ist natürlich komisch. Vampirjäger-Power. Ja, es ist, und dann halt den Vertrag haben wir ja dann irgendwie doch noch hinbekommen, dass ihr dann doch noch das hinbekommt, dass ihr gegen den eigentlichen, den böseren Vampir kämpfen sollte. Ja gut, Dave war es am Schluss scheißegal. Hauptsache, er kriegt seine Rache. Also wie hätten wir denn die Kirche finden können? Also so, also diese Endkirche.
Ja, das hätte man ja auch anders lösen können. Also ihr habt jetzt den Pakt irgendwie ja geschlossen gehabt, aber ihr hattet euch ja schon mit den Vampiren verscherzt und so, ne? Und vielleicht hätten die noch irgendwie Hinweise geliefert und man hätte dann noch ein paar Scharmützel irgendwie einbauen können oder so. Aber das war dann alles hinfällig in dem Augenblick, wo ihr komplett halt das Vampirnest mitsamt Prinz halt kaputt machen wolltet und auch vorher schon vertragsbrüchig geworden seid und so weiter. Das wollte nur Jeremiah. Nein, nur Jeremiah, der. Also da habe ich auch wieder gesagt, lasst uns lieber ohne ihn reingehen. Ja, und dann halt dazu noch irgendwie das der Maika Aviana hat halt noch extra Kontrolle, halt psychische Kontrolle durch dieses Zeugs halt senden können, damit Gedanken übernehmen können und mit anderen Leuten sprechen können. Und deswegen war Jeremiah da auch nicht ganz er selbst, ja. Genau wie Johnny es nicht war, aber dass der als auch irgendwie, den musste ich ja komplett irgendwie aus dem Plot rausstreichen und wieder woanders wieder einfügen, weil er ja jetzt leider ja nicht mehr mitspielen konnte. Das war dann auch nochmal so ein Wendepunkt, wo ich das Ganze nochmal ein bisschen überdenken musste am Ende, ja. Ja, aber es war ein cooler Plot. Das auch am Anfang auch, dass das Hexiens NPC noch ein bisschen mehr Rolle kriegt, aber die ist dann ja auch nicht mehr, konnte auch nicht mehr mitspielen und das heißt, dann den Part musste ich auch komplett rausreißen. Ach, deswegen war es auf einmal alles leer. Ja, genau, ja. Weil das hätte sonst irgendwie, das wäre halt der Rückzugsort für euch eigentlich gewesen, wo ihr immer wieder mit ihr in Kontakt treten könnt und so, ne? Aber das musste dann geleert werden, einfach weil sie nicht mehr da ist und nicht mehr mitspielen kann. Und ja, ein bisschen doof wäre das auch gewesen, wenn ich das jetzt einfach so als Rolle übernommen hätte. Ja gut, das war ja an der Stelle okay. Wir waren auf den Server gestellt. Ich meine, davor kam da aber auch nicht viel Hilfe von der Seite. Also es ist sehr viel schief gegangen in dieser Runde. Das ist ja, und ich musste sehr, sehr viel neu machen und on the fly ändern. Das hat man teilweise auch gemerkt, glaube ich. Aber ich denke, man hat es am Ende doch noch irgendwie hingekriegt. Ja. War super. Ja, gut. Das Ganze ist ein bisschen inspiriert von der Secret World, wenn ihr die kennt. Ein MMO, so ein bisschen Cthulhuid angehaucht, wo es auch diese Schleimzombies halt auch gibt und so, die alle anderen infizieren. Und ja, wenn ihr das nicht kennt, die rebooten. Doch, jetzt wo ist das? Ja, die rebooten jetzt diesen Monat, glaube ich, Ende diesen Monats kommt wie nennen sie das? Die neue Secret World oder so raus. Also sie rebooten das Ganze nochmal. Könnt ihr ja für umsonst sogar dann mitspielen. Also das ist jetzt Free-to-Play dann. Wer es interessiert, die Story mit den komischen Schmutzzeugs, der kann das ja dann mal zocken. Ist ja umsonst. Gut, ja, ich bedanke mich wirklich nochmal. Es ist ein bisschen schade, dass die Runde jetzt dann doch noch, vor allen Dingen für den Sleepnose, weil er hat ja sonst keine Runde. Muss ich mir irgendwas so ausdenken, dass ich den irgendwann nochmal kontaktiere, wo er sonst noch irgendwo anders bei mir mitspielen kann. Oder vielleicht spielt er irgendwo, also sehr gerne. Irgendwo bei Paradoxa, Alucard oder Beruma mit. Dass er jetzt nicht ganz die Kontrolle, den Kontakt irgendwie zum Rollenspiel verliert, weil das wollen wir ja alle nicht. Zumindest eine Runde wollen wir ja noch irgendwie, wollen wir ihn erhalten. Aber diese hier hat jetzt, wie gesagt, ihre Geschichte zu Ende erzählt. Jeder hat auch irgendwie das bekommen, irgendwie, was er irgendwie wollte. Und am Ende, ne, Jeremiah ist der Lonesome Cowboy gewesen. Konstantin ist vereinigt wieder mit seinem Hund. Dave hat seine Rache bekommen, ja. Und John hat seine Familie gerettet. Ja. Perfekt. Eigentlich ganz gut gelaufen. Dann doch. Ja, ich sehe gerade schon im Chat, da ist eine Aufforderung an uns, mich gestellt worden. Wenn diese Runde mal eine Runde davon spielen möchte, dann seid ihr dazu herzlich eingeladen, Paranoia zu spielen. Im Chat? Das hatten wir, glaube ich, schon mal gespielt, oder? Welcher Chat denn? Das war schrecklich. Das ist schrecklich anstrengend. Das ist ein wunderherrliches Spiel. Welcher Chat denn? Also hier im... hier im Skype. Ach so, hier im Skype, ach so. Ja, in der Konstellation würde ich das auf jeden Fall gerne nochmal machen. Also, das wäre ja die ultimative Chaosrunde. Sven weiß auch mittlerweile, wie man Anträge ausfüllt. Hoffentlich. Ja.
füll den Antrag aus. Zeig gut, mal. Wir bequatschen das Ganze dann auf Air wahrscheinlich noch weiter. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr jetzt zugeguckt habt. Wenn ihr es bis zum Ende durchgehalten habt, ihr seid wirklich Hardcore-Fans, weil es ist wirklich schon schwer zu gucken, glaube ich, teilweise. danke und bis zum nächsten Mal. Am Sonntag gibt's wieder Vampire, glaube ich. Meint schon. Und wenn ihr andere Rollenspielrunden sehen wollt, da oben läuft der Nerdpool die ganze Zeit durch. Guckt da mal hin. Da gibt's ganz viel, auch von Paradoxa, Bero und Alucard zum Beispiel. Hm? Ich weiß gar nicht, Paradoxa, leitest du eigentlich? Nee, ne? Ja, auch doch, der Leiter. Es ist gerade nur eingeschlafen, weil ich beruflich ziemlich viel zu tun habe. Und dank der RPC habe ich jetzt Shadowrun, Anarchie und werde wahrscheinlich das System wechseln, also semi-wechseln. Du wirst das vereinfachen einfach nur. Ja, ich werde es stark vereinfachen. Bei mir kommt jetzt, ist noch Vampire momentan und Demon aktuell und halt meine Cthulhu-Runde. Demnächst kommt noch eine Funky Codes Runde. Stimmt, Funky Codes. Das wäre doch genau so was für Sleepnose, der passt doch direkt da rein. So Funky Codes Setting passt doch richtig gut rein. Er hat ja schon mit Funky Codes mitgespielt, durchaus. Ja. Das war irgendwie immer so kurz und irgendwie hat mich Funky Codes leider nicht überzeugt. Schade. Na ja, gut. Wie gesagt, da oben gibt es ganz viel Infos auf dem Nerdpool. Da gibt es auch ein wirklich tolles Discord-Dingens hier, was wir auch heute zum Würfeln benutzt haben. Schaut das mal einfach mal ab. Und wenn ihr wissen wollt, wann es wieder Runden von mir gibt, folgt mir auf Twitter. Da kann man auch gucken. Oder halt hier auf Twitch im Event-Bereich. Und ja, bedanke mich nochmal fürs Zugucken jetzt zum dritten Mal und tschüss.